Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 14. Folge von unserem Foundation Let's Play. Inzwischen mit ein bisschen mehr Abstand zwischen den einzelnen Folgen starten wir heute die nächste Folge. Und gleich zu Beginn gibt es was Neues, vielleicht eine kleine Besonderheit, die sich jetzt ein bisschen ändert ab der 14. Folge. Und zwar zeige ich nicht mehr zu 100% alles im Let's Play, sondern mache auch ein klein bisschen zwischen den Folgen weiter, weil wir jetzt inzwischen an einem Punkt angekommen sind, an dem manche Bauprojekte einfach unendlich lange dauern. Und um das Game dann nicht immer mit Wartezeit zu überbrücken oder sinnlosen Rumgeklicke, lasse ich das Game jetzt offstream auch immer ein bisschen weiterlaufen, plane dann ein bisschen weiter aus und zeige dann auch in Teilen einfach nur noch die Ergebnisse am Ende des Tages. Könnt ihr mal einen Kommentar da lassen, was ihr davon haltet. Und ich zeige euch gleich auch direkt mal, was alles angepasst wurde seit der letzten Folge. Zum einen sind die Großprojekte in Teilen fertig geworden. Die Kirche hier unten im Dorf ist inzwischen komplett fertiggestellt. Der Amtssitz, den wir hier oben angefangen haben auszuplanen, ist fertiggestellt. Und hier drüben haben wir unser Dorf entsprechend weiter erweitert. Ebenfalls mit einer Kirche und einem weiteren Marktplatz. Und hier wird gerade die geupgradete Taverne gebaut, also die etwas hübschere, im Vergleich zu der, die wir hier unten positioniert haben. Also so geht es dann erstmal allgemein weiter. Ansonsten bin ich ein bisschen weiter in diese Richtung gegangen und habe hier das Industriegebiet erweitert. Ich meine, die zwei Hopfenfarmen habe ich sogar in der letzten Folge noch positioniert, aber ich habe mich zusätzlich dazu entschlossen, hier auf der rechten Seite so eine Art, ich sag mal, so eine Art Umschlagplatz aufzubauen. Also mittlerweile stehen hier fünf Lagerhäuser, die alle mit unterschiedlichen Ressourcen, ich könnte mal das Interface anmachen, die alle mit unterschiedlichen Ressourcen bestückt sind und so ein bisschen als zentraler Sammelpunkt für Baumaterial dienen. Und das gleiche habe ich hier gemacht, neben der Kirche mit Speicher, sodass auch hier, sofern sie denn mal in ausreichenden Massen vorhanden sind, die unterschiedlichen Nahrungsmittel gespeichert werden können, um sie dann auch besser verteilen zu können. Was natürlich jetzt auf jeden Fall noch fehlt, ist, dass alle entsprechend Lagerhäuser und Speicher auch mit ausreichenden Personen bestückt werden. Wir haben aktuell auch schon wieder sechs Arbeitslose. Das müssen wir gleich angehen, aber die müssen alle entsprechend natürlich noch verteilt werden, angepasst werden. Und das Dorf muss weiter erweitert werden, um die ganzen Bedürfnisse zu befriedigen. Wobei wir itemtechnisch, also vom Lagerbestand momentan in den meisten Bereichen ganz gut dastehen. Wir haben mehr als genug Fleisch, mehr genug als genug Wildschweine noch, wir haben Beeren, wir haben eigentlich alles. Also das ist keinerlei Problem mehr. Und deswegen ist es jetzt auch langsam an der Zeit, das Dorf ein bisschen weiter auszuplanen. Und dafür gehen wir jetzt ein bisschen von dem Bereich hier weg. Und zwar habe ich mir was überlegt. Wir gehen jetzt ja hier aktuell mit dem Dorf noch hoch. Das wird hier mit der Zeit auch hier hochwachsen. Erst recht, wenn dann die Taverne fertig ist, wird es da oben noch ein bisschen schneller vorangehen. Und dann würde ich gerne auf die andere Seite des Industriegebiets gehen und hier eine weitere Ortschaft aufbauen, beziehungsweise unsere Ortschaft weiter wachsen lassen. Das ist so jetzt das Vorhaben für die unmittelbare oder die nächste Zukunft für die nächsten Folgen. Hier wird ein weiterer Marktplatz entstehen mit allem, was dazugehört. Und hier oben wird eine Steinkirche entstehen, weil die haben wir inzwischen ja auch freigeschaltet. Und die muss entsprechend aufgebaut werden und wird wahrscheinlich auch zum Großteil zwischen den Folgen gebaut werden, weil einfach der zeitliche Aufwand dafür sehr, sehr, sehr stark ist. Ansonsten ist, glaube ich, alles beim Alten. Ich weiß gar nicht, ob ich die Ressourcen beim letzten Mal schon entdeckt hatte. Hier haben wir glücklicherweise noch Quarz und Marmor entdeckt. Oh, okay, das Game steht aktuell noch auf Englisch. Mal gucken, ob ich es in-game umstellen kann. Ah, hier. So. Jetzt ist es besser. Also hier haben wir Quarz und Marmor. Entsprechend, das brauchen wir auch noch ganz bald, um die ganzen Skulpturen aufbauen zu können. Und dann sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt für die weiteren Expansionen. Und dann fangen wir, während hier drüben natürlich alles noch weitergebaut wird, können wir hier ja schon mal auf der Seite anfangen mit Ausplanen und hier direkt reinsteigen mit unserem Marktplatz, bei dem wir natürlich jetzt einiges brauchen werden. Wir brauchen auf jeden Fall, ich sag mal, mindestens drei Lebensmittelhändler. Die packen wir hier auf die Seite. Dann nehmen wir auf jeden Fall den Warenstand auch zweimal mit rein schon. Wir haben ja mittlerweile die Kleidung und die Haushaltswaren. Und dann können wir auch schon den ersten Luxusgüterstand aufnehmen. Den setzen wir hier auf die Seite.
Ich muss die ganzen Verschönerungen noch einstellen. Ich würde nämlich gerne die Stände mit unterschiedlichen Überdachungen versehen, aber das müssen wir erst noch freischalten. So, setzen wir hier in die Mitte mal ein paar Bänke rein. So und so und dann in die Mitte noch was. So und starten hier dann direkt schon mal. Ne, wir starten noch nicht mit dem Aufbau. Damit warten wir noch kurz. Wir brauchen ja noch ein paar Gebäude mehr. Wir brauchen hier auf jeden Fall auch einen Brunnen. Und eigentlich können wir hier auch eine kleine Dorfkirche hinsetzen, um die Attraktivität hier dann auch noch ein bisschen zu erhöhen. Die muss ja nicht so groß sein, sondern einfach nur als vorgeschobene Kirche. Die große kommt ja hier hinten nachher an die andere Ecke ran. Nehmen wir den hier. Der bringt uns wenigstens auch noch ein bisschen was. Das ist ein bisschen zu hoch. Und bauen das hier auch. Oh, die haben wir jetzt schon einen Auftrag gegeben. Aber gut, wir haben ja momentan auch nur drei Baustellen. Also können wir eigentlich auch alles direkt in Auftrag geben. Gut, dann haben wir das jetzt schon mal fertig. Das dürfte dann die Attraktivität hier auch entsprechend erhöhen, sodass das dann auch besucht wird. Hier kommt dann später die Steinkirche hin. Das machen wir aber gleich oder in der nächsten Folge. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Erhöhen mal kurz auch ein bisschen die Geschwindigkeit, damit es hier in-game auch weiterläuft. Was will er haben? Nee, haben wir nicht genug für. So, wie sieht es hier aus? Ah, okay, hier entsteht die Taverne. Die wird langsam auch endlich ordentlich gebaut. Da fehlen noch ein paar Materialien. Aber ich glaube, das wird mit der Zeit weiter vorangehen. Und was natürlich auch ganz cool ist, dass der Amtssitz mittlerweile doch schon deutlich fortgeschritten ist und der erste Teil bereits fertig gebaut ist, sodass wir den anpassen können in den nächsten Folgen. Von der Zufriedenheit her sind wir okay aufgestellt. Das dürfte sich aber auch bald verbessern, weil wir bald was freischalten. Und zwar, ich muss es mal kurz suchen. Ah, da haben wir es sogar schon. Die Zufriedenheitseffekt durch Wohngebäudebesteuerung ist um 50% reduziert. Das Ding nehmen wir direkt mit. Zack, und jetzt hat man auf jeden Fall den Malus durch Steuer auf 7% verringert. Und was haben wir jetzt hier noch? Marktstände frei? Nein. Obwohl, doch, das können wir machen. Obwohl, wir sind aktuell eigentlich nicht darauf angewiesen. Wir haben genug Steuereinnahmen. Also sparen wir uns das erstmal. Okay, das wird jetzt hier gebaut. Dann dürften wir hier auch schon mal das Wohngebiet vielleicht definieren. Und gucken wir mal, ob sich hier dann nicht gleich auch direkt die ersten niederlassen. Sodass sich unser Dorf mittlerweile so ein bisschen auf zwei Seiten verteilt. Dürfte eigentlich ganz schnell gehen. Oder vielleicht auch erst, wenn die Gebäude fertig sind. Das wird sich ja dann zeigen. Wir behalten mal hier die in Bau befindlichen Projekte so ein bisschen im Blick. Und dann sehen wir das mit Sicherheit relativ schnell. Gut, das läuft. Hier ist die zweite Farm fertig, die zweite Hopfenfarm. Können wir hier schon mal Anbaufläche definieren? Die Bäume verschwinden hier ja alle mit der Zeit. Das heißt, wir machen das einfach mal hier hin und packen direkt mal einen rein. Ah, wir könnten auch direkt einen Bierbrauer machen. Dafür bräuchten wir aber einen im entsprechenden Status. Machen wir die alle befördert. Oder haben einige keine Häuser, habe ich gerade gesehen. Das müssen wir im Auge behalten. Könnte also sein, dass hier relativ. Oh, jetzt haben wir schon 9 neue Projekte. Man sieht auch hier direkt, hier wurden überall Wohnhäuser ausgeplant. Das heißt, die kommen direkt hier hoch. Das ist doch ganz cool. Das heißt, hier entsteht dann auch direkt was Vernünftiges. Jetzt sind sogar schon 10 Projekte. Das heißt, die Gegend scheint wohl attraktiver zu sein, wie die hier direkt neben der Taverne. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil ja hier doch relativ zaghaft mit Wohngebäuden weitergebaut wird, woran es auch immer liegen mag. So, ich hoffe mal, dass die Holzfäller jetzt hier langsam auch mal ein bisschen in die Puschen kommen, sodass wir hier noch ein bisschen Wald wieder loswerden. Den würde ich ja auch gerne noch loswerden, und zwar gänzlich oder jedenfalls in Teilen. Können wir eigentlich einen Holzfäller gleich direkt reinsetzen und auch mal bauen lassen. Nehmen wir aber ein bisschen weiter weg, damit die Attraktivität nicht zu sehr darunter leidet.
Okay, und jetzt wird hier schon gebaut. Jetzt können wir mal kurz gucken, wo wir das Ding für die Marktstände freischalten können, dass wir die entsprechend modifizieren und verschönern können. Ah, das ist es. Können wir direkt Folgendes machen. Wir nehmen Rot für Nahrung. Wir nehmen das Blaue für die Güter. Und wir nehmen das Spitzergrüne für die Luxusbereiche. Jetzt muss ich noch einen Marktstand bauen, damit ich es bauen kann. Ja, super. Okay. Dann bauen wir hier auf die Seite, hier an den Gang, noch einen weiteren Lebensmittelstand. Mit dem Rot natürlich. Okay, super. Wird das auch fertiggestellt? Und dann sollte das auch passen. Jetzt haben wir schon 16 Bauprojekte. Jetzt schießen hier gerade die Wohn... 17. Jetzt schießen die Wohnhäuser nur so aus dem Boden. Wie viele Bauhütten habe ich denn? Das können wir mal kurz überprüfen. Wo haben wir sie denn? Bauhütte 1, 2, 3. Drei Bauhütten, die voll bestückt sind. Okay. Mhm. Wird also alles ein bisschen in Anspruch nehmen. Jetzt überlege ich gerade, ob wir noch eine Bauhütte bauen. Mit 17, obwohl von den 17 sind ja 12 oder 13 auch Wohnhäuser und die sind relativ schnell fertig. Ich glaube aber hier an der Taverne wird momentan sehr viel Arbeitskraft verbraucht. Hier wird Bier ausgeschenkt. Das können wir schon mal direkt machen. Ich hoffe, dass ich das alles schon richtig aufgebaut habe. Gaststube habe ich, Schankplatz habe ich. Müsste also passen. Sehen wir ja dann in naher Zukunft, ob da das Bier auch entsprechend ausgegeben wird. Okay. Hier könnten wir schon mal vorplanen. Und auch hier bauen wir unsere zwei Bärensammler hin. Auch wenn wir sie aktuell noch nicht brauchen. Danke übrigens für den Tipp mit dem Shift, damit ich das Gebäude nicht jedes Mal neu auswählen muss. Das hilft wirklich. So, jetzt haben wir das hier schon fertig. Okay. Oh, nein, 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 nein. Und jetzt habe ich fast die Neuankömmlinge hier verpasst. Das können wir machen. Und wo ist er hier? Was will er? Ab, ab, ab. Erhöht die Zufriedenheit auf 75%. Können wir machen. Wir sind bei 80. Sollte also passen. Steinkirche errichten müssen wir noch machen. Und Bier haben wir erhalten. 50 Einheiten. Das ist echt gut. Lagern wir das irgendwo auch? Haben wir irgendwo noch Platz dafür? Brot. Nehmen wir das mal für Bier hier. Okay, 16 Bauaufträge. Wisst ihr was? Wir bauen noch ein weiteres Bauhaus. Und das setzen wir hier oben hin. Ein bisschen näher an die neue Stadt, die wir bauen. Oder den neuen Bereich, besser gesagt, nicht Stadt. Okay, Zufriedenheit sackt natürlich jetzt direkt mal um einen Punkt schon mal ab. Aber aktuell sind wir noch hoch genug und ich hoffe mal, das können wir auch halten. So, die Taverne sieht auf jeden Fall auch schon ganz gut aus hier hinten. Dürfte nicht mehr lange dauern, bis die fertig ist. So, dass wir an für sich auch schon die Steinkirche ausplanen können. Das dauert hier alles ewig. Wir werden jetzt einfach ein bisschen anfangen mit Prioritäten zu arbeiten, indem wir jetzt hier die Steinkirche bauen und die einfach immer so ein bisschen nach hinten schieben, sodass erst die anderen wichtigen Bauten fertig gemacht werden. Also setzen wir die, doch hier auf dem Berg ist glaube ich eine coole Position. Hier haben wir die zweite Ortschaft, da hinten den Anfangsbereich, unseren Amtssitz, das Kloster. Und dann können wir hier auch das Ding entsprechend hinbauen. Muss ich mal gucken. Nee, wir fangen mit dem Großen an. Das wird auch wirklich soll eine große werden. Also die wird uns ordentlich Geld kosten und auch Zeit, bis die fertig ist. Na, komm her. Na, ein oder zwei kommen noch hinten dran. Eins, zwei, drei, okay. Doch, das sieht ganz gut aus. So, wo haben wir jetzt die Seitenteile? Da. Eins. Die müssen wir gleich noch hochziehen.
Nee, wir machen das anders. Der kommt weg. Auf die gegenüberliegende Leiterkorbseite kommt 1. Gucken, dass wir das auch bündig haben, so. So. Jetzt brauchen wir die Steintürme. Und jetzt brauchen wir noch einen Glockenturm. Nehmen wir den großen. Der kommt hinten, glaube ich, zentral. Ja, doch, das passt. Und wenn man sich die Baumaterialien anguckt, wird das Ding ewig dauern, bis es fertig ist. Und das hat auch einen Unterhalt von 136, also günstig ist es auch nicht. Oder alles andere als günstig. Und dann können wir das dann weiter ausbauen und entsprechend weiter vervollständigen, wenn es irgendwann mal fertig ist. Aber das geben wir auf jeden Fall erstmal in Auftrag. Und das wird mit Sicherheit eine ganze Ewigkeit dauern. Mal gucken, ob es in der nächsten Folge überhaupt schon fertig ist, wenn ich dann die nächste Folge aufnehme. Oder dann nur ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Kann natürlich beides möglich sein. Wie sieht es hier aus? Okay, das nächste Wohnhaus ist fertig. Der erste Teil der Taverne ist fertig. Die Gaststube fehlt jetzt noch, glaube ich. Er kann auf jeden Fall noch nichts ausgeben. Wahrscheinlich, weil der zweite Teil noch nicht fertig ist. Ah, okay, das mit dem Zufriedenheitsbonus hat geklappt. Wir haben ein paar verärgerte Besucher und erfreute Besucher. Haben wir Glück gehabt, sind wir bei 78% gelandet. Also noch über 75. Jetzt können wir mal kurz gucken, wo wir die Arbeiter hinpacken können. Was haben wir denn hier? Gucken wir, ob wir irgendwelche wichtigen Sachen haben. Nehmen wir mal noch einen Bauer auf jeden Fall. Bergarbeiter sind auch immer gut. Steine brauchen wir jede Menge. Wie sieht es hier aus? Okay, die Müller können wir voll machen, damit das Mehl entsprechend schneller produziert wird. Was haben wir noch? Zwei haben wir noch, aber die lassen wir erstmal übrig. Wobei, wir können auch einfach anfangen, die Träger voll zu machen. Damit wir bei 100% kommen und dann kriegen wir natürlich auch entsprechend wieder mehr Einwohner. Okay, ich hoffe, dass die Zufriedenheit jetzt noch hält. Das wäre echt schade, wenn wir jetzt noch unter die 75 fallen, kurz vor Ende. Wir haben immerhin auch von allem irgendwie genug. Wäre also wirklich unnötig. So, 4 Tage noch. So, wie sieht es eigentlich mit den Steuern aus? Kommen wir damit zurecht? Oh, 405 sind in den Häusern. Wie viele Steuer? Okay, einen haben wir hier und einen haben wir hier, ne? Ich glaube, da brauchen wir noch einen weiteren. Ich habe das Gefühl, da kommt er nicht so hinterher. Wo haben wir es? Ja. Wo haben wir ihn? Den Kämmerer. Na, machen wir hier wieder einfach. Der braucht nur kleine. Das können ruhig die kleinen Häuser bleiben. Davon haben wir dann halt einfach mehr. Und los geht's. So, wie sieht's hier oben in unserem neuen Dorfzentrum aus? Das wächst und gedeiht. Also die Häuser sind gleich zum Teil alle schon fertig. Deswegen priorisieren wir jetzt mal die Funktionsgebäude hier. Sonst sehe ich da nämlich schwarz. So, und zwar den Marktplatz, die Kirche und der Brunnen, damit entsprechend die Versorgung mit dem Nötigsten hier auch sichergestellt ist. Wow. Und wieder 3 neue Einwohner. Und den Zufriedenheitsbonus. Das ist echt gut. Und wir können wieder was freischalten. Wir haben nämlich mittlerweile schon Wohlstand 254. Also wir haben. Oh, das gibt es noch gar nicht. Das heißt, wir haben jetzt sogar alles hier. Wir könnten alles herstellen, was es irgendwie gibt. Tavernen, Küchenbesteuerung von Schmieden, die große Halle. Okay, schalten wir die mal frei. Gucken wir uns gleich mal an, was das ist.
Große Halle habe ich schon. Na komm, weg damit. Ist das das Ding hier gewesen? Nee, das lehnen wir ab. War das die große Halle? Okay, neue Gebäudetypen sind hier aber nicht dazu gekommen. Naja, sei es drum. Ist wohl nicht ganz so wichtig. Jetzt dürfte es auf jeden Fall hier ein bisschen schneller vorangehen, hoffe ich. Und dann brauchen wir sowieso jede Menge Arbeit, um die ganzen Dinger hier zu bestücken. Ah, Kräuter nur 55. Das heißt, wir müssen das Kloster dann auch noch weiter ausbauen. Das könnten wir sogar jetzt noch eben machen und dann in Auftrag geben, damit wir das noch in der Folge machen, bevor ich dann rausgehe und in die nächste springe. Nehmen wir mal als erstes nochmal eine Unterkunft für Mönche dazu. Die hängen wir hier hinten noch dran. Passt das noch? Nee, passt nicht. Machen wir das so. Eins. Dann brauchen wir eine Unterkunft für Nonnen entsprechend. War das das Ding hier? So, wie viel passen denn da rein? Steht das hier irgendwo? Nee, ne? Machen wir davon mal zwei Stück dran. So, dass das Kloster dann entsprechend vergrößert wird. Was haben wir jetzt hier eigentlich alles? Okay, das müsste reichen. Wir haben halt einfach auch noch nicht genug hier drin, ne? Schicken wir mal welche zurück. Oh, wir haben 10 Einwohner auch schon, die wir auch schon in Teilen befördern können, weil wir genug von den Manuskripten haben. Und hier wird natürlich noch nichts gemacht. Man ist halt auch immens, was den Materialbedarf angeht. Das heißt, das wird doch schon eine ganze Zeit in Anspruch nehmen, bis wir das dann auch fertig haben. Oh, können wir noch die Sachen fürs Kloster freischalten. Und dann hier, die zwei Sachen sind auch, die ist auch auf jeden Fall wichtig. Was haben wir hier? Okay. Schaltet die 10 Steuer für Kirchen frei, okay. Das könnten wir noch nehmen. Diesen negativen Einfluss loswerden. Was dürfte hier? Jetzt hat es hier auf jeden Fall auch schon geholfen. Wir sind hier auf 52 hoch. Oh, sind dann also jetzt sogar schon unten angekommen bei der Weinproduktion und Glasmalerei. Das folgt dann aber definitiv erst zu einem späteren Zeitpunkt. Und mit 23 Minuten lassen wir es für heute sein und machen dann in ein paar Tagen bei der nächsten Folge weiter. Bis dahin.